etwas anderes gehört. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich will mich einmal nochmal schlafen. Kann ich Harald auch sagen? Da bist du ja wieder. Kann ich ihn eigentlich auch? Nö. Ich will jetzt mich erstmal schlafen legen, damit es wieder hell ist. Und dann müssen wir noch bis zum nächsten Morgen uns jetzt mal auf den Weg machen Richtung Minental. So, passend Corinnes. So. Machen uns da auf den Weg. Kapitel 5. Die Crew anheuern. Also ich will da schauen, dass ich hier noch ein paar Leute kriege. Irgendwie. Also die letzte Folge, die war wieder Überlänge, wieder über eine Stunde. Aber die hat sich für mich gelohnt, definitiv. Also für mich persönlich, weil wir jeden nochmal anquatschen konnten. Und auf einmal auch, also alle auf einem Fleck gesehen hatten. Wirklich, also... Okay, Jorgen kennt die wenigsten. Glaube ich, von denen. Also, aber ich freue mich gerade wirklich, die alle hier zu haben, sagen wir so. Und eventuell können wir noch ein paar... Wir nehmen gleich Buffen mit, auf jeden Fall. Vielleicht können wir ihn auch anheuern, weiß ich nicht. Dann haben wir auch noch einen Drachenjäger dabei. Wolf will ich auf jeden Fall mitnehmen, eigentlich. Deswegen werde ich wahrscheinlich, wenn es möglich ist, ich werde vorher speichern und dann nochmal nachladen. Vielleicht muss ich wirklich das ganze Bauernhof da niedermetzeln, damit ich Wolf überreden kann, mitzukommen, weil er dann keine Aufgabe hat. Ich hoffe, das Spiel kann so weit denken, dass man auf diese Idee kommt. Moralisch absolut verwerflich, aber... Wir müssen nicht immer den Guten spielen. So, hier müsste, glaube ich, immer noch alles frei sein, glaube ich. Okay, hier ist nichts frei. Hier ist alles frei. Ja, meinte ich so rum. Wir nehmen Biff gleich mit. Denn was ich gerade gesehen habe, ist, dass es die Möglichkeit gab, so wenn er jemanden killt, dass ich auch die Erfahrungspunkte bekomme. Und wenn wir ihn nicht anheuern können als Crewmitglied, dann ist das eher halb so schlimm, wenn dann die Dings hier... Wenn er drauf geht, wenn die Orks ihn erlegen. Biff? Lust auf eine kleine Weltreise? Ich kann ihn... Lust auf eine kleine Weltreise? Was? Schon gut, mein Schiff ist ohnehin schon voll. Hör auf, mich zu verarschen, Mann. Lust auf eine kleine Weltreise? Was? Schon gut, mein Schiff ist ohnehin schon voll. Hör auf, mich zu verarschen, Mann. Wie? Ich kann nicht noch mehr mitnehmen. Ich brauche ein Schiff. Hab ich alle? Warte, kann ich nicht einfach jeden mitnehmen? Ist das wirklich begrenzt? Okay, dann will ich schauen, wen ich dann quasi rausschmeiße. Wenn ich nicht jeden mitnehmen kann. Wenn ich keinen Platz mehr für Wolf und Torlauf dann habe. Dann schmeiße ich... Meinetwegen andere raus. Bennett nehme ich auf jeden Fall mit.
Nimm alle mit, die ich aus dem Minental kriegen kann. Also die ich von hier noch, meine ich. Piper, könnt ihr doch mal fragen, oder? So, sind hier wieder neue Orks? Ich gehe erstmal in Richtung Cypher. Hier sind keine neuen Orks. Was ich komisch finde. Wo sind die hin? So, Cypher. Hey, du. Cypher kann ich nicht mitnehmen. Rod will ich nicht. So, wie sieht's mit denen aus? Ich werde was echt Böses tun. Ja, okay, dann gehen wir. So, warte mal, wo stand das jetzt mit, Torlo? Okay, da stand nichts mit Torlo, ich brauche ein Schiff. Boah, ich will mir, wenn es nur begrenzt ist, dann werde ich mir ganz genau überlegen, wen ich zurücklasse. Dann würde ich lieber Torlauf mitnehmen statt Jorgen. Der kann dann hier bleiben. So, ich gehe mal hier rum. Keine Orks da. Urshak lassen wir am Leben. Den, ich mag ihn. Auch wenn er mich jetzt als Feind ansieht, weil ich seinen Mentor getötet habe. Aber ich mag ihn. Ihn will ich am Leben lassen. Und er hat mich ja auch, quasi in Anführungszeichen verschont, weil, also mich einfach gehen lassen. So, ich quatsch hier nochmal mit den Leuten. Vielleicht kann ich doch noch hier auch noch irgendwen anheuern. Der keinen Bock mehr. So, Uda. Die Orks sind sehr beunruhigt. Irgendetwas hat ihnen einen Mordsschrecken eingejagt. Das spüre ich. Ja, Drachen sind tot. Okay, den kann ich nicht mitnehmen. Den kann ich nicht. Den kann ich nicht. Tandor. Du ziehst nicht gerade ein glückliches Gesicht. Du ziehst nicht gerade ein glückliches Gesicht. Keine gescheite Nahrung schon seit Wochen. Ich verhungere. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ritter Kirillov. Ich bin ganz deiner Meinung. Ritter, der übt mit dem Ast. Reton. Was mit ihm, Jan?
Feroz? War genauso wie du sagst. Okay, kann ich nicht mitnehmen? Er hat auf die falsche Seite Ritter? Gehört. Ritter? Kann ich da Garon einmal berichten, dass Dings hier? Das war doch schon vorher. Was sich auf den Weg macht? Das ist der Lauf vorher gewusst. Die werden es eh gleich nicht überleben. Aber die Erfahrungspunkte, die ich zumindest mitgenommen haben. Wie ist die Lage? Wir verrecken hier alle wie die Fliegen, wenn Hagen nicht bald kommt. So, Passover, Oryk? Irgendwelche Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Ja, du bist unser Held. Okay, nichts Neues. Ich hab gleich echt ein schlechtes Gewissen, was die Leute hier angeht. So. Okay, auch ohne Namen. So, Waffenknecht, Waffenknecht. Ritter. Da hinten ist ja noch einer mit einem Namen. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Waffenknecht, Waffenknecht. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Alles ruhig? Alles ruhig? Ruhig schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Garund hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, dann beiße ich Garund in seinen fetten Arsch. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Doch nicht hier. Ich bin da nicht so sicher. Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du findest mich im Magiertempel, wenn sich alle zurückgezogen haben. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Ich werde dort auf dich warten. Komm mir aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischdreck, klar? Okay, wir haben eine neue Quest. Dann müssen wir abwarten. So, Waffenknecht. Genau das habe ich auch gesehen. So, okay. Die Quest können wir noch machen. Hey, du. Lutus? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Und du bist sicher, dass die Fleischwanzen weg sind? Da ist gerade eine hinter dir. Was? Wieder los. Oh, ich hau ab. Okay, hier können wir niemanden anheuern. Ich brauchst du das nicht. Das war doch klar. Das hat er. Dann würde ich sagen, wir legen uns einmal kurz pennen und warten ab, bis es dunkel ist. Bis zum Abend oder so. Bis zum nächsten Abend schlafen. Ich kann es nicht glauben. Ist das wirklich wahr? So, hier müsste er dann jetzt gleich irgendwo warten. Gehe ich mal von aus. Oder der macht sich gleich auf den Weg. Oben ist er jedenfalls nicht. Hier ist er auch nicht. Und hier auch nicht. Kommt er denn gleich? Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Letztendlich wird die Gerechtigkeit so. Siegen. Wie viel Uhr hauen die denn ab? 20.13 Uhr haben wir es. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Genau, das war doch klar. Gerold. Immer noch Hunger? Immer noch Hunger? Hau schon ab! Davon lasse ich lieber die Finger. Ich wollte eigentlich nett zu ihm sein. Ich wollte ihm jetzt helfen, um die Erfahrungspunkte dafür zu bekommen. So, Hunger. Garon hat schon wieder die Nahrungsration gekürzt. Bevor Gerold vor Hunger etwas Dummes anstellt, werde ich ihm besser was zu essen geben. Ich soll ihn im Magierhaus der Burg treffen, wenn alle anderen schlafen gehen. Muss ich vielleicht ein bisschen die Nacht einmal kurz schlafen?
Bis Mitternacht schlafen? So, jetzt müsste er da hinten sein, ne? Da ist er. Da bist du ja. Also, was ist jetzt? Hast du was zu essen für mich? Wurst geben? Suppe geben? Ich denke, eine gute Suppe könnte dir schmecken. Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Wurst? Ein Stück Wurst? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Käse? Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Noch einen Schinken? Ich kann dir diesen Schinken geben. Klar. Her damit. Hast du noch mehr? Ein Stück Wurst? Ja, mehr, mehr. 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 Alter, wie verfressen wir das? Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Das reicht, das reicht. Damit komme ich erstmal über die Runden. Hier hast du mein Gold. Hier draußen kann ich eh nichts dafür kaufen. Also kannst du es auch genauso gut haben. Ich gehe dann besser, bevor man uns sieht. 450 Gold erhalten, nice. So, ich speichere jetzt mal. Wir müssen jetzt etwas Böses machen. So. Ich würde gern was sehen. Da haben wir die Fackel. Wo machen wir das denn überhaupt auf? Haupttorwache? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Jan, okay. Machen wir wieder zu. Haupttorwache, du hast heute richtig Pech. Nein. Da war ein Schlüssel mit bei. Nichts zu holen. So, wo muss ich hin? Schalter. Wir speichern hier. Was ist mit ihm jetzt? Was? Ich werde die jetzt hier alle einmal erlegen, ja? Okay, Jo, jetzt kommen sie alle.
Jo, jetzt bin ich am Arsch. Nein, falscher Speicherstand, verdammt. Ich habe auf die 2 gespeichert. So. Ich gehe mal irgendwo hin. Ich sehe mal zu, dass ich hier mal die Flucht ergreife. Soll das deren Problem sein, nicht meins? Erstmal. So, wir gehen auch einmal zu Cavalons Hütte. Da pennen wir einmal dann, bis es wieder hell ist. Weil ich nichts sehen kann gerade. Und was wir hier getan haben, wir werden das als mit ins Grab nehmen. Wir werden niemanden erzählen, was hier passiert ist. Das bleibt unter uns. Das darf niemand erfahren. Ich sehe gar nichts gerade. So, hier bis zum nächsten Morgen einmal pennen, damit wir sehen können. So, gehen wir nochmal zurück zur Burg. Aber ich hoffe wirklich, es ist nicht begrenzt mit den Dings hier. Aber das mit Biff gibt mir gerade so zu denken, dass ich vielleicht die Maximalmenge an Personen schon für Schiff erreicht habe. Und wenn ja, dann würde ich Torloff reinnehmen und Jorgen dafür raus. So, die sind da immer noch im Kampf. Dann können wir hier auf die 1 wieder speichern. Schnell weg. Okay, den schaffe ich noch. So, speichern. Scheiß auf die Sachen, die haben. Wir werden das wahrscheinlich in Kapitel 6 eh nicht mehr brauchen. Wir haben mehr als genug Geld. Ich will nur die Erfahrungspunkte jetzt.
Den ganzen anderen Scheiß kann ich ja wegschmeißen. Eigentlich im Grunde. Also an Waffen oder sonstiges. Ich brauche das Geld nicht mehr, weil ich gehe sehr stark davon aus, dass das, was wir hier an Geld haben, wir eh nicht nach Gothic 3 mitnehmen werden. So, jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie sieht es gleich in der Burg aus, wenn wir da gleich wieder reingehen. Kann ich von hier schneller da rüber? Ja, bisher sieht es danach aus. Bitte? Nein, funktioniert nicht. Okay, schade. Ich hatte es gehofft. Es wäre zu schön gewesen, wenn das geklappt hätte. Mit da rüberkommen, mit rübergehen. So, ich speichere hier nochmal. So, da ruckelt es gerade. Okay, der kommt jetzt zu mir. Speichern. Hinter wem ist der jetzt her? Da ist noch ein Ork-Schamane. Ich hoffe, das ist nicht Urshak. Okay, irgendwo leben hier noch Leute. Wir können die Leute hier drin auch abmurksen. Okay, da hinten prügeln die noch mal ein bisschen auf sich ein. Schaffen auch noch alle raus. Das sind ein bisschen zu viele. Okay, das geht noch. Das geht in Ordnung.
anderen hin, die hier waren? Keine Ahnung, wo die hinspazieren. Aber die mache ich auch noch platt. Und da vorne waren nochmal zwei. Ich hoffe, das waren nur zwei. Ja, das waren nur zwei. Speichern. Und dann gehen wir nochmal rein und erledigen die restlichen da. Dürften auch nicht mehr so viele jetzt übrig sein, ne? Okay, zwei Orks. Das geht noch. Auf wen gehen die jetzt los? Dann kümmern wir uns um die Bar. Ach, da war ja noch einer. Ja, okay, dann nehmen wir das mit. Bolzen, die nehme ich mit. Ach komm, das Gold. Warte mal. Was ist das? Heilwurzel nehmen wir mit. Okay, wenn die so was wie Heilwurzel haben, nehmen wir mit. Alte Münze. Scheiß drauf. Suppe nehmen wir mit. Heilpflanze, das nehmen wir mit. Komm. Wir nehmen nicht mehr alles mit, aber die wichtigen Sachen. Sowas hier. Gold können wir eigentlich auch scheißen, Bro. So. Nein, nicht den schweren Ast. Auch nicht die... Ach, egal, scheiß drauf. Warte mal, was hat der denn? Ferros? Der hat einen Apfel. Der ist wichtig. Bolzen nehmen wir mit. Ah, oh, komm, Lebensmittel nehmen wir mit. Was? Ferros-Schwert? Okay, ist nicht besonders gut, sagen wir mal. Dann haben wir hier auch einfach alle jetzt mal besiegt. Bis zum nächsten Morgen sind wir jetzt wieder voll. Ich hoffe, Torlauf genügt hat. Warte mal, Spiel speichern, bevor wir da nochmal weiter reingehen. Hier haben wir noch einen Koch. Rick, okay. Wir haben gerade gespeichert, ne? So. Pass auf! Äh,
Eintopf nehmen wir mit. Das, okay, das nehmen wir auch mit. Heilkraut. Komm, scheiß drauf. Warte mal, haben die sich gerade gegenseitig umgelegt? Oh Mann, mein Kopf! Okay, Garon ist tot. Verräter! Ich weiß genau, dass du es gewesen bist, der das Tor geöffnet hat. Dafür wirst du bezahlen! So, ich will dich auch nicht leben lassen. Tut mir leid, aber am besten keine Zeugen dafür, dass ich euch hier verraten habe. Dann Käse nehme ich aber mit. So, Heilkraut, Kohle, Scheiß aus Geld. Lebt hier noch jemand? Da vorne lebt noch jemand? Lebt hier noch jemand? Nope. Aber der hier. So. Gucken wir mal, ob da drin noch jemand ist. Truhen sind mir mittlerweile egal. Okay, dann haben wir hier auch durch. Dann können wir mit Sicherheit Torloff jetzt überzeugen, zu uns aufs Schiff zu kommen. Hier dürfte niemand. Brutus ist noch da. Warte mal, hier gibt es noch Gefangene. So, ihr seid frei. Kerlchen. So, ich war draußen, als der Drache angegriffen. Ich habe ihn gesehen. Kennen wir schon. Steck die Waffe. So, keine Überlebenden. Keine Zeugen, keine Überlebenden. Können wir behaupten, es waren die Orks? Hier ist niemand. Gut, eliminieren wir nur noch Brutus. Wenn es keine Zeugen gibt, dann kann uns auch keiner verraten. Achso, okay, dann hau ich lieber ab. Wenn wir Brutus nicht töten können, dann. Ich krieg dich noch! Hätten wir ihm den Orks überlassen sollen, ne? Gut, wir können dann gehen. Wir sind hier fertig. Schade, dass wir Brutus nicht töten können. So, okay, Dämonturm, Corinus, Passemintal. So.
So, und dann müssen wir gleich zum Großbauern. Alter, was ist denn das jetzt? Was war das denn jetzt gerade für ein Geräusch? So, die Dose ist eh leer. So, haben wir. So, klären wir nochmal mit Torloff, ob er jetzt dabei ist. Er hat auf die falschen Leute gehört. Morgen hat. Irgendwann werde ich dieses Richterschwein nochmal am Galgen baumeln sehen. Okay, den können wir nicht überzeugen. Okay, schade. Ist das wirklich wahr? Aber Torloff. Ist das wirklich wahr? Das Tor zur Burg im Miental ist geöffnet. Das Tor zur Burg im Miental ist geöffnet und hat sich verklemmt. Die Orks konnten ungehindert die Burg stürmen. Die Paladine in der Burg haben schwere Verluste gegen die Orks erlitten. Es dauert nicht mehr lange, schätze ich, bis die Paladine aus der Stadt ins Minental vorrücken, um die Jungs aus der Burg zu holen. Dann steht ja einer Flucht aus diesem verfluchten Landstrich nichts mehr im Wege. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das war keine große Sache. Warte mal. Gut, der Mondturm, nein, nicht Pass. Er musste es ja Hafenstadt. Muss ich jemanden rausschmeißen? Wenn ich jetzt Jorgen rausnehme, aus der Crew und dafür Torloff rein. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Die wissen gar nicht, wie sehr sie sich verzögern. Sind wir wirklich voll? Weißt du das denn schon wieder her? Ich kann mir so etwas nie erlauben. Okay, wir gucken uns nochmal die Crew an, die wir hier haben. Das war klar. Wir haben hier Bennett. Was hast du getan, Elender? Wir vom Orden des Wassers haben dich mehrmals davor gewarnt, die Bösen zu verfallen. Doch mir ist zu Ohren gekommen, dass du den Pfad des alles erhaltenen Gleichgewichts verlassen hast. Du bist mordend und plündernd durch die Lande gezogen und hast dich schwere Verbrechen schuldig gemacht. Zahlreiche unschuldige Menschen sind durch deine Hand dahingerafft worden. Du stehst nun mit den Mächten der Finsternis im Bunde. Was hast du dazu zu sagen? Tut mir leid, ich wusste nicht, was ich tat. Tut mir leid, ich wusste nicht, was ich tat. Ich will für dich beten und hoffen, dass du wieder zur Besinnung kommst. Wehe dir, wenn ich noch einmal von einem Mord zu hören bekomme, den du zu verantworten hast. Ich habe so einiges. Das war keine große Sache. Es gibt doch nur noch mehr. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Okay, Diego, Gorn, Laris, Bennett, die behalten wir. Lee behalten wir. Ich hätte das nicht gedacht. Milton behalten wir, Lester behalten wir, Anger behalten wir. Ich würde Jorgen. Kann ich ihn nicht. Warum erfahre ich das erst? Wir wissen doch alles im Gerücht. Nicht, das ist nicht. Das ist doch nichts Neues. Das hätte ich dir vorher sagen können. Meine Meinung will ja keiner hören. Warte mal. Es gibt doch nur noch mehr. Wer erzählt denn sowas? Das höre ich zum ersten Mal. Das habe ich früher auch immer. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich hätte das nicht gedacht. Wen kann ich eben ganz... Ich würde Vatras eben kurz... Du bleibst besser hier. Die Stadt braucht dich. Du bleibst besser hier. Die Stadt braucht dich. Vielleicht hast du recht. Und trotzdem werde ich dich begleiten, wenn du es wünschst. Das weißt du. Ich habe stets hinten lassen. Ich mache mal erstmal so. Dann, Großbauern. Müsste ich jetzt Platz haben für einen? Ich habe was anderes gehört. Kann ich Torloff mitnehmen? Erzähl mir nichts, ich kenne so. Das war doch schon vorher klar. Ich bin ganz. Torloff?
Ich kann Torloff nicht mitnehmen. Nein. Zur Hafenstadt. Dann hole ich Vatras wieder. Dann sind wir voll. Mehr kann ich nicht machen. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht aus Versehen was Falsches machen, was das wäre. Ich will jetzt nicht nochmal jemand Neues suchen. Ich habe was anderes gehört. So, Vatras? Hey, du. Begleite mich zur Insel. Begleite mich zur Insel des Feindes. Eine weise Entscheidung. Ich hoffe, es bleibt jetzt dabei. Ich keine auf mich. Ja. Und das wird noch viel schlimmer. Males Gehstock. Die Blutkelche. Bospas Bogen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich würde sagen, wir machen uns dann in der nächsten Folge nochmal auf der Suche nach den Blutkelchen und klären das mit Bospas Bogen endlich mal. Ich würde dann hier jetzt nochmal speichern. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.